Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker. Ich zeige euch heute eine kleine Sache hier bei Final Cut Pro. Und zwar geht es hier um die Proxy-Funktion. Ist ja so, wenn man auf einem Rechner arbeitet, kann es schon mal sein, dass der vielleicht ein bisschen nicht mehr ganz so stark auf der Brust ist. Und wenn man ein großes Video hat, so wie ich es vielleicht hier habe, so 600 Megabyte oder ein knappes Gigabyte, dann kann es schon mal vorkommen, dass es nicht ganz so flüssig läuft beim Bearbeiten. Und zwar ist es auch ein Thema, ob es jetzt eine MP4 ist oder hier eine M4V. Da bitte ich um eure Mithilfe. Ich weiß nicht, warum das ein Unterschied ist. Das MP4 kann ich immer flüssig bearbeiten im Final Cut Pro. Eine M4V, die läuft nicht so ideal. Aber ich zeige euch das Ganze jetzt einmal. Wir schauen einfach hier mal rein. Und zwar bin ich hier bei dieser MV4-Test, da habe ich eben dieses File importiert und wenn ich da jetzt drüber fahre, hier mit dem Verfolgungsspot hier, dann seht ihr, dass es immer sehr lange braucht, bis das Bild entsprechend kommt. Also das ist nicht das Übliche, wenn ich jetzt zum Beispiel kurz hier auf dieses Forza-Video klicke, hier kann ich wirklich hin und her fahren und das Bild läuft direkt mit. So, ja, also was kann man dagegen machen? Da gibt es eben diese Proxy-Funktion, diese Proxy-Konvertierung, was eben aus diesem Video ein zweites File macht. Und zwar könnt ihr das mal aktivieren, beziehungsweise beim Import schon bestimmen. Also wir gehen jetzt auf Ablage, Importieren, Datei, ging ja auch mit Shift-Apfel-I. Und wenn ihr jetzt diese Datei auswählt, ist ja diese M4V zum Beispiel, dann könnt ihr hier unten anhaken, Proxy Medium erstellen. Das Ganze, wenn man das dann macht, dauert natürlich ein bisschen, also sprich, es wird dann hier angezeigt, dass im Hintergrund was kodiert wird. Und dann macht Final Cut Pro eines, es macht im Prinzip eine Kopie vom importierten Video und rendert dieses etwas schlechter. Das heißt, ihr arbeitet im Prinzip dann mit einer schlechteren Kopie, was jetzt aber hier am Bildschirm nicht sonderlich auffällt, könnt alles machen. Aber das zeige ich euch gleich. So, natürlich das Importieren und Umkonvertieren in dieses File alleine ist zu wenig. Das war nämlich etwas, was ich zum Beispiel übersehen hatte. Habe mir schon gedacht, jetzt konvertiere ich das, aber so richtig bringen tut es nichts. Aber ihr müsst natürlich auch Final Cut Pro sagen, dass ihr mit diesen Daten arbeiten wollt. Und das geht hier bei Einstellungen, Wiedergabe, Proxy, Medium verwenden. Das, wenn ihr anhakt, dann arbeitet jetzt Final Cut Pro mit diesem Proxy-Medium. Und wenn ihr jetzt seht, jetzt läuft dieses Video auch ratzfatz schnell, also ich kann hier nochmal reingehen, auch in dieses Testvideo und ihr seht es, ich kann hier herumscrollen und arbeite mit voller Geschwindigkeit, nicht zeitverzögert, also wirklich in Echtzeit und kann hier das Video bearbeiten. Der einzige Nachteil bei dieser Funktion ist, es könnt ihr jetzt nur mit Proxy-Medien arbeiten. Das heißt, dieses Laguna Seca-Video, was ich hier habe, das habe ich eben nicht als Proxy konvertiert, weil es ein MP4-File ist und ich es nicht brauchte. Mit dem kann ich jetzt nichts machen. Ich könnte natürlich schon, wenn ich jetzt hier mit zwei Finger draufklicke, sagen Medium umkodieren und in Proxy-Medium erstellen. Dann würde ich mir das umwandeln, dann könnte ich mit denen auch arbeiten. Also das geht sehr wohl. Oder macht es eben so, je nachdem, wie man es braucht, arbeitet man mit dem. Wenn man jetzt nur mit einem Video arbeitet, spielt das keine Rolle, dann kann ich mich entscheiden, so oder so. Wenn du jetzt zusammenmischen müsste zwischen den verschiedenen importierten Videos, dann natürlich wäre es schon eine Überlegung, das Ganze hier zu vereinheitlichen. Ich arbeite meistens ohne Proxy-Medium, also sprich mit dem originalen MP4. Wenn ich aber mal so ein M4V importieren muss, dann muss ich eben mit Proxy-Medium arbeiten, denn das, da blasen meine beiden Rechner irgendwie nicht. Ich habe ein MacBook Pro hier und eben diesen iMac. Da bitte ich um eure Hilfe, warum das so ist, was beim M4V großartig anders ist, dass er da irgendwie zu spucken beginnt. Wie gesagt, hier nochmal ein Vergleich, hier mit MV4, seht ihr, dauert es immer lange, bis das Bild kommt, was aktuell ist. Nochmal zum Vergleich, schalte ich nochmal kurz um auf Proxy-Medium. Das kann man jetzt direkt nebeneinander machen. Hier Proxy-Medium. Ihr seht, zack, zack, ich scrolle herum und das Bild ist sofort da. Und wieder hier auf das Original umschalte, dann seht ihr, es passiert fast gar nichts. Es dauert ewig, bis irgendwas geschieht hier. So, das war es jetzt mal von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was Neues gezeigt. Für mich war es was Neues. Ich bin auch noch relativ frisch hier bei Final Cut Pro. Wenn ihr Tipps habt für mich, wie ich hier bei Final Cut Pro was besser machen kann, mehr machen kann, bitte schreibt es mir einfach hier bei den Kommentaren rein. Würde mich auf jeden Fall freuen. Das war es dann sonst von mir.
Ich wünsche euch was. Danke, tschüss, ciao, euer Bitwalker.